Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren The Isle Video. Wir spielen heute mal wieder den Deinosuchus. Das ist ein Pteranodon. Ja, der wurde sich auf jeden Fall noch häufig von euch in den Kommentaren gewünscht. Und der macht mir auch aktuell sehr viel Spaß. Allerdings probieren wir heute mal was Neues aus. Denn man kann mit einem, ja, Trick ist es nicht, aber man kann auf einem bestimmten Weg eine Mutation lernen, dass man Salzwasser trinken kann. Das heißt, wir können dann zum Salzwasserkrokodil werden, was im Meer rumschwimmt. Es sind voll viele Sounds. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, das ist Sparring, ne? Von den Dibbles. Na, ich glaube, ich sollte eher Fisch fangen. Ich schaue mich mal nach Fisch um. Und dann können wir nämlich hier aus dem Sumpf verschwinden. Weil wir müssen natürlich aufpassen, dass hier nicht andere Dinos uns sehen und fressen. Weil die sind immer hungrig und gefühlt immer Kannibalen. Und ich bin nicht gerade getarnt, weil ich habe eher eine Tarnung für den Sand. Hier vorne rieche ich doch schon ein S. Das ist bestimmt ein gestrandeter Fisch. Oder auch nicht. Vielleicht ist das auch irgendwas am Land. Dann müssen wir mal kurz riskieren, ans Land zu gehen. Weil das S wäre schon mal perfekt. Oh, das ist echt weit weg vom Wasser. Das gefällt mir gar nicht. Wenn jetzt irgendwas vorbeikommt, haben wir ein Problem. Oh nein. Das ist nur was ganz Kleines. Das ist ein Frosch, oder? Wie groß der ist. Ja, krass. Ich glaube, wir sind einfach noch so winzig. Oh, und der reicht natürlich nicht, um das aufzufüllen. Das ist sehr schlecht. Das hier ist vergammelt, oder? Wir haben voll die schöne Augenfarbe. Richtig schön grün. Meistens mache ich rote Augen, aber die grünen gefallen mir echt gut. Vor allem sieht das immer so lustig aus, weil die so riesig sind bei dem kleinen Dino. Ich glaube, wir sollten jetzt wieder ins Wasser. Oh, hier vorne sind richtig viele Sachen, die ich essen könnte. Aber auch einige Dinosaurier, glaube ich. Guck mal, der Pteranodon hat was im Maul. Der klaut mein Essen. Oh, ich habe Angst, dass der mich tötet. Ah, der trinkt, oder? Bitte töte mich nicht. Sieht aber gerade echt schön aus mit dem Sonnenlicht. So, wir müssen es jetzt aber riskieren, hier an Land zu gehen. Ich will gern diese zwei Striche halt haben. Oh, da vorne sind Stegos. Hier sind auch Organe drin, oder? Ich habe eine Lunge, glaube ich. Ich renne mal wieder zurück ins Wasser. Nein, jetzt habe ich zu viel gegessen. Ich habe eigentlich aufgehört zu drücken. Das ist schlecht. Jetzt brauchen wir noch S, das Herz. Versuche ich das noch schnell zu kriegen. Dann haben wir zwar nicht die perfekte... Oh nein. Was ist denn hier los? Ich will doch nur das Herz haben. Nein, es ist nur ein Stück Fleisch. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwas anderes mehr drin ist. Ich geh nochmal mehr zu dem Bauchraum. Ah, ist auch nur noch Fleisch. Okay. Ich glaube, dann gibt es hier nichts mehr zu holen. Schade, schade, schade. Ja, dann essen wir jetzt die Lunge. Und dann versuche ich noch irgendwie das S aufzufüllen. Ist halt jetzt so, dann haben wir nicht die perfekte Diät. Ist auch in Ordnung. Oh, das ist sogar ein anderes Croc. Das heißt nichts Gutes. Aber das füllt meine Diäten perfekt auf. Und ich werde mich jetzt auch komplett vollfressen. Weil so schnell werden wir wahrscheinlich erstmal kein Futter mehr finden. Ich habe es gleich endlich aus dem Sumpf rausgeschafft. Es hat ganz schön lange gedauert.
Sogar die Sonne geht wieder auf. Ich tauche aber lieber nochmal unter. Nicht, dass wir jetzt hier auf den letzten Metern gesnackt werden. Man weiß ja nie, ob hier was lungert. Oh, ich höre hier Schritte. Ich glaube, ich muss hier aber gleich kurz aus dem Wasser raus. Das könnte natürlich jetzt schlecht sein. Ja, das sind Dibbles. Müssen die jetzt alle hier langlaufen? Ist jetzt aber schlechtes Timing. Ach, hier müssen wir wieder aus dem Wasser raus. Das ist halt so riskant gerade. Und wenn die mich sehen, die können mich halt hier auch zerhacken in solchen flachen Gewässern. Jetzt bin ich endlich da, wo ich hin wollte. Bei dieser Staumauer kann man nämlich unten durchtauchen. Und dann kommt man in den Ozean. Man sieht auch direkt, wie klar einfach die Sicht hier unter Wasser ist. Das ist nämlich jetzt Salzwasser. Wie krass anders das einfach aussieht. Und um jetzt diese Mutation freizuschalten, muss man jetzt ganz viel Salzwasser trinken. Ich glaube, man muss mehrfach sein... Was macht der denn jetzt hier? Ich hoffe, der nervt uns jetzt nicht dabei. Man muss auf jeden Fall mehrfach sein Trinken lernen mit Salzwasser. Es dauert jetzt einen Moment, bis der Tropfen unten rechts leer ist. So, jetzt ist es rot. Jetzt müssen wir wieder rüberschwimmen. Und wieder normales Wasser trinken, also Süßwasser. Damit wir halt nicht verdursten. Und das muss ich jetzt mehrfach wiederholen, bis wir halt die Mutation freischalten. Ich habe es jetzt gleich das dritte Mal leer getrunken. Und ich hoffe, jetzt können wir die Mutation endlich lernen. Ich schau mal nach. Da haben wir sie. Can drink salt water. Und schon können wir Salzwasser trinken und im Salzwasser überleben. Das testen wir natürlich jetzt auch direkt mal. Jetzt müsste sich nämlich der Tropfen unten rechts wieder füllen. Das tut er auch. Und ab jetzt bin ich ein Salzwasserkrokodil. Die größte Herausforderung wird natürlich das Jagen, weil ihr seht ja, wie durchsichtig das Wasser ist. Man kann uns halt wirklich gut erkennen unter Wasser. Ich glaube halt in der Nacht wird es leichter mit dem Jagen als jetzt am helllichten Tag. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir einen guten Spot, wo viele Pflanzenfresser oder so vorbeikommen. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Oder vorne bewegt sich irgendwas. Ah, ist eine Schildkröte. Oh, wie gut. Jetzt können wir uns wenigstens wieder den Bauch voll machen. Oh, das Wasser ist natürlich hier super flach. Aber da vorne am Ufer läuft ein kleiner Stego. Also eventuell können wir den irgendwo überraschen an einer besseren Stelle. Aber ich glaube nicht, dass wir den ins Wasser ziehen können. Wir sind halt selber noch winzig. Ich guck gleich mal kurz nach, wie viel wir wiegen. 250 Kilo können wir ins Wasser ziehen. Der wird auf jeden Fall mehr wiegen. Das ist ein Problem. Vielleicht, wenn er ins Wasser geht, dann könnten wir den, glaube ich, packen. Ansonsten wird es schwer. Ja, was macht der Stego da? Trinkt er das Salzwasser? Ich glaube nicht, dass wir den ins Wasser ziehen können. Ich glaube, eher sterben wir. Ja, der ist definitiv viel zu groß. Okay, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Er ist ins Wasser gegangen. Das nutzen wir natürlich aus. Bringen ihn schön weit hinaus ins Meer. Ich glaube, wäre der nicht ins Wasser gegangen, hätten wir ihn niemals packen können. Weil man kann als Dino halt
Viecher, die im Wasser sind, auch packen, wenn die schwerer sind. Oh, jetzt haben wir schon mal eine gute Beute gemacht. Sehr, sehr schön. Und wir können den sogar mitnehmen, das ist natürlich ideal, ne? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor, dass das Fleisch gleich in meinem Mund vergammelt. Deswegen werde ich jetzt versuchen, schon mal meine Diäten wieder voll zu futtern. Oh Gott, ich dachte gerade. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal den Korpus aufbeißen. Kann ich den jetzt überhaupt so öffnen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann den halt irgendwie nicht aufbeißen. Ich würde gerne die Organe halt kriegen. Mal, es ist ja dreimal E drücken, aufbeißen, ne? Aber irgendwie klappt das gerade nicht. Ich glaube, der Körper vergammelt leicht. Der sieht schon echt mitgenommen aus. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ob ich den tragen kann am Ufer, weil ich bin mittlerweile schon ja, über eine Tonne schwer, also fast das Doppelte. Wenn ich ihn tragen kann, kann ich ihn halt öffnen. Das wäre perfekt. Ah, leider nicht. Und jetzt können wir ihn auch nicht wieder aufheben. Ich glaube, der liegt zu nah am Land. Hä? Der ist einfach weg? Oh, war der jetzt komplett schon vergammelt? Oder was ist jetzt passiert? Oh nee. Jetzt haben wir so eine tolle Beute gemacht und es hat uns nichts gebracht. Ist einfach despawned vor meinen Augen. Ihr müsst mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ich als Dino halt solche Kadaver öffne, die zu schwer sind. Wenn ich die halt an Land tragen kann, weiß ich es halt. Da kann man die halt so rausschütteln, die Organe. Aber aufbeißen konnte ich das gerade irgendwie nicht. Das sieht schon verdammt cool aus. Aber wir müssen jetzt dringend wieder Futter finden. Gerade irgendwas für unsere Diäten. Boah, das war jetzt echt ein weiterer Weg, als ich gedacht hätte. Aber wir haben es gleich geschafft. Vor mir ist jetzt die Bucht, wo ich hin wollte. Und ja, wir haben keine Diäten mehr und der Magen ist relativ leer. Also wenn wir da jetzt nicht schnell erfolgreich sind, werden wir einfach verhungern. Oh, hier ist sogar die Zone. Und da vorne liegt auch schon eine Keule. Aber wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Es kann halt gut sein, dass hier schon andere Dinos sind. Deswegen muss ich ein bisschen Ausdauer behalten noch. Ah, ist leider nur eine Schildkröte. Aber ich sag mal so, besser als nichts. Oh, guck mal, da läuft schon was. Interesting. Das ist, glaube ich, ein kleiner Dilo. Oh, da vorne sind Pflanzenfresser. Ich bin aber halt echt auffällig. Ich glaube, es wird aber gleich Nacht. Das wird mir helfen beim Jagen. Oh, guck mal, die gehen relativ nah am Ufer lang. Ich kann die halt nur greifen, wenn die schwimmen. Ansonsten bin ich halt viel zu klein für die. Aber die haben mich halt gesehen. Vielleicht kann ich die ins Wasser baiten oder so. Die haben Angst vor mir. Na, da hast du dich erschreckt, wa? Oh, da schwimmt ein Dilo. Ach nein. Der hat die Chance genutzt. Ärgerlich. Oh, der hat einen Dilo aufgespießt. Das ist gut. Vielleicht kann ich den gleich absnacken, wenn die abhauen. Naja, einen geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Nee. Doch, schaut mal nicht ins Maul. Ah, die Sonne geht langsam unter. Der Schatten kommt, der wird uns helfen.
Direkt über mir ist ein Cerato. Ich versuch's. Doch nicht. Na, die haben mich gesehen. Ich soll mal ins Wasser laufen, dass die schwimmen. Dann kann ich die packen. Weil die großen werde ich auf keinen Fall packen können. Ich finde die erst 1,6 Tonnen. Schade, schade. Ist echt schwer hier zu jagen. Mein Skin ist halt richtig schlecht, auch bei Nacht. Der ist halt viel zu hell. Ich glaube, ich hätte irgendwas Dunkles oder so nehmen müssen. Ich dachte halt, ich wäre gut getarnt in dem Sand, aber irgendwie bin ich super auffällig. Also ich habe jetzt nicht mal Nachtsicht an. Wenn ich Nachtsicht anhabe, dann geht's. Na, da sind wieder die Ceratos. Den habe ich gepackt. Aber ich werde gut gebissen. Okay, ich habe ihn. Sehr schön. Wir müssen jetzt entspannen. Wir ertränken den jetzt schön. So, das war's mit ihm. Sehr gut. Hau bloß ab. Oh, das füllt jetzt unsere Diäten wieder auf. Das ist ja ein Traum. Sehr, sehr schön. Gehen wir hier rüber auf die Insel. Oh, ich kann den gar nicht schleppen, ne? Ist der denn was für meine Diät? Ja, perfekt. Okay. Dann essen wir so uns erstmal voll, dass wir eine Diät wieder voll haben. Weil ich habe halt gerade ganz viele Minuswerte, weil ich keine Diät am Start habe. Ich mache auch nur einmal voll. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der restliche Körper noch andere Fleischfresser anlockt, die dann darüber schwimmen. Das könnte halt funktionieren. Aber wir sind jetzt wieder back in business. Es reicht ja, wenn wir eine Diät haben, dass wir nicht diese Minuswerte haben. Oh, das ist ein Bipi oder irgendwas. Ne, ist ein Herrera ist das. Der will bestimmt was von dem Fleisch hier haben. Ja, von mir aus kann das essen. Was ist das für eine Leiche? Oh nein. Zwei Kanus kommen. Flücht ins Wasser. So ein Mist. Oh, jetzt essen die meine Leiche, ne? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich hätte aggressiver kämpfen können. Ich bin mittlerweile schon stark genug. Oh, die bringen mir ein Stück Fleisch. Ne, die essen das vor meinen Augen. Oha, ich dachte, die sind nett. Was für Assis. Oh, jetzt legen sie mir ein Stück Fleisch hin. Dass nur eine Falle ist. Nö, die haben mich gefüttert. Ja, immerhin. Ich würde sie trotzdem fressen. Na, was machen wir jetzt, Jungs? Ich weiß, ihr wollt mich baiten.
Hat leider nicht geklappt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die packen kann vom Gewicht her. Aber ich denke schon, oder? Ich wiege mittlerweile 2,4 Tonnen. Ganz schön frech. Vielleicht kann ich den ja ins Wasser locken. Komm, hau mich. Hau mich. Oh, die Kanus kommen, das ist gut. Vielleicht sehen wir gleich einen Kampf hier. Ich muss den Eingang blockieren. Ja, Kanus gegen Dibble kommt jetzt. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich kann den nicht attacken. Kann ich nicht ins Wasser ziehen, aber die Kanus kommen auch nicht durch. Oh, da kommen die Kanus. Ja, der Dibble hat die leider in die Flucht geschlagen, glaube ich. Dadurch gibt es auch kein Essen für mich. Ich frage mich ja, wie schwer so ein ausgewachsener Dibble ist. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, aktuell kann ich den auf gar keinen Fall ins Wasser ziehen. Die sind, glaube ich, echt schwer. Oh, das da vorne ist, glaube ich, ein Pachi. Oh nein. Wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Das kam aus dem Nichts, das Croc. Oh mein Gott. Wir müssen es irgendwie abhängen. Keine Ausdauer mehr. Hier an Land. Oh nein, es kommt. Oh oh. Ich habe halt keine Ausdauer, es ist schwer so zu kämpfen. Ah, so ein Mist.